befüllen. Und wir brauchen natürlich hier auch noch ein paar Wasserleitungen. Zack. Zack. Und zack. Dann müsste das mit der Industrie gleich wieder hinhauen. Und dann können wir uns ein bisschen ums Gewerbegebiet kümmern, beziehungsweise, ja, ich würde fast sagen, wir kaufen jetzt dieses Grundstück hier noch. Mal das hier oder das hier. Oder das. Nee, ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ja. Jetzt haben wir es gemacht. Und dann können wir nämlich auch mal eben kurz drüber nachdenken. Ob wir die schönen die Abwasserpumpen mal in die andere mal hier irgendwie hinstellen. Hier. Jetzt können wir die hier natürlich einfach rüberbauen. Genau, ich würde sagen, das machen wir. Dann geht das da hinten links ab. Und die hier auch. Anschließen. Und hier anschließen. Und dann brauchen wir natürlich noch Strom. Das machen wir dann jetzt aber mal eben ganz einfach. Die müssten ja eigentlich genug Strom hier. Genau. Perfekt. Und dann wird es hier nämlich wieder ein bisschen sauber jetzt langsam. Oh, weil wir hier. Ja, das muss auch unbedingt. Das war gerade ganz bitter nötig. Und gut, dass wir das gemacht haben. Weil wir hier tatsächlich fast mit dem Wasser angekommen waren an der Wasserpumpe. Das wäre natürlich absolut gefährlich geworden. Und jetzt haben wir hier irgendwie Wassermangel. Hä? Müssen wir noch mal kurz ein Stück hochsetzen wieder, glaube ich. Ja, nicht so weit. Ups. Ist ein bisschen eigenartig hier gerade. Verstehe ich nicht. Sieht schon sehr interessant aus, wie hier das Wasser mal da und mal weg ist. Setzen wir die einfach mal hier hin. Ups. Jetzt ist das Wasser hier weg. Ja, wir warten mal ein bisschen ab, vielleicht beruhigt sich das hier wieder. Und bauen jetzt mal weiter, wir brauchen nämlich noch ein paar Wohnhäuser. Und wir können ja jetzt dicht besiedelt bauen, endlich. Wir bauen jetzt als erstes einmal diese Straße hier weiter. So, würde ich sagen, bis hier hinten hin. Und hier lassen wir die gleich so aufteilen nach links und nach rechts. Stück weitermachen, dann geht die einmal hier rum und einmal hier rum. Oder wir lassen die hier rüber gehen. Wir lassen die da rüber gehen. Würde ich sagen. Ja, das würde ich sagen. So machen wir das. Die lassen wir da mal rein. Oder ran.
Und dann bauen wir mal unsere ersten dicht besiedelten Wohnhäuser. Endlich. Und dicht besiedeltes Gewerbegebiet machen wir hier auch hin. Und mit dem Wasser scheint sich das ja wieder so ein bisschen beruhigt zu haben. Zumindest haben wir hier keine Schwankungen mehr. Das passt soweit. Und da entstehen die ersten großen Häuser. Hier, auch hier habe ich hier diverse Mods noch runtergeladen wieder. Also das hier ist, glaube ich, auf jeden Fall eins. Das hier ist ein Mod. Also da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel runtergeladen noch gestern. Das scheinen mir hier alles welche zu sein. Also viele von denen zumindest. Na, das hier. Ja doch, ich glaube das auch. Ja, perfekt. Freut mich. Jetzt können wir hier quasi richtig durchstarten. Was ist jetzt hier schon wieder? Überschwemmung. Ja, wir lassen es mal so. Mal gucken. Solange hier die Ufer nicht richtig überschwemmt werden. Hier vorne das kleine bisschen. Das geht ja. Das ist ja nicht so schlimm. Solange die Ufer nicht richtig überschwemmt werden, ist das ja kein Problem. Und hier können wir auch einfach hier weiter hinsetzen. Angeschlossen ist er ja trotzdem. So. Das ist halt so. Flüsse überschwemmen manchmal. Das passiert. Ja, perfekt. Das freut mich richtig. Unsere Stadt wächst und wächst und wächst. Und wir gucken jetzt mal als nächstes, was wir denn noch alles kriegen. Bauen können. Eine Sauna. Auch sehr cool. Eine medizinische Einrichtung ist das. Oder ein Krankenhaus könnten wir auch langsam bauen. Was haben wir denn hier für eins? Ich glaube, das passt sogar noch besser als das hier. Oder das. Nee. Ich würde sagen, wir bauen das hier. Bauen wir, würde ich sagen, da reißen wir da alles wieder ab. Das ist auch scheiße. Nee, dann bauen wir das hier hin. Na, das gefällt mir nicht. Obwohl es hier natürlich genau zwischenpasst. Kann das sein? Nee. Das wäre an der Straße, aber wir würden hier auch alles abreißen. Wenn wir es hier hinbauen würden. Oder wir setzen es einfach hier hin. Ich meine, letztendlich, wenn wir da mal gucken, was das für eine Auswirkung hat. Das ist ja sowieso Wahnsinn. Hat gar keinen. Wird kein Kreis angezeigt. Wenn wir es hier hinsetzen würden, dann hätten wir aber zumindest auch hier den neuen, mehr oder weniger neuen Bereich direkt mit einer Praxis versorgt, sozusagen. Aber ich glaube, ich würde es doch hier besser finden. Und da setzen wir rechts, setzen wir einfach eine kleine Arztpraxis hin erstmal. Ja, doch. Komm, wir setzen es hier hin. Gucken, wie weit der Schwung reicht. Oh, der reicht aber ganz schön weit. Ja, sehr schön. Perfekt. Das ist auch auf jeden Fall ein Mod. Ja, hier haben wir das Riesenkrankenhaus. Ich habe auch irgendwo noch Parkplätze runtergeladen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Sind die hier vielleicht mit bei? Nee. Bestimmt doch. Hier ist ein Krankenhaus. Das braucht doch bestimmt noch mehr Parkplätze. Oder hätten wir das, hätten wir vielleicht ein bisschen schöner machen können.
Ich aber mal gucke, das können wir, glaube ich, wenn wir den andersrum ransetzen. Das hat 8 mal 6. Dann machen wir den nicht. Den hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müssten wir hier theoretisch die Straße lang ziehen. Gerade. Und dann müsste die Parkfläche, wo war sie jetzt hier, so hier hinpassen. Nein, nicht ganz. Das Krankenhaus ist 9 breit. Dann machen wir das. Komm, machen wir so. Und machen Bäume waren hier. Ich will immer noch hier draufklicken für die Bäume. Die waren ja früher da. Nee, das sind zu viele. Ja, so ist es besser. Wir sind hier noch so ein paar Büschchen hin. Und hier auch noch. Zack. Mal die Fläche hier, aber also diese Rasenfläche an sich, die ist nicht so schön. Aber die kann man ja, glaube ich, nicht verändern. Ja, da kann man nur Rohstoffe hinzufügen. Was ist denn das hier? Hier kann man Gelände glätten. Gelände einebnen, abschrägen. Ditchstuhl. Was ist das hier? Das ist einfach so Sand. Das wollen wir hier nicht hinhaben. Ja, doch. Ich denke, so ein großer Parkplatz passt hier viel besser zu dem Krankenhaus als hier dieses kleine Ding hier vorne. Und da rechts die drei Parkplätze. Und dann würde ich fast sagen, wir machen hier, guck mal, wir machen das hier weg. Machen hier, welcher war das denn? Achso, ja, das geht ja gar nicht. Das geht natürlich nicht, da haben wir die Kreuzung. Da machen wir. Pass auf, dann machen wir das so. Tut mir leid, tut mir leid. Das nehmen wir nochmal raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also müssen wir hier die Straße ziehen. Ob das so schlau ist hier mit zwei Kreuzungen? Wir werden es merken. Setzen wir hier noch einen Parkplatz hin. Das ist auf jeden Fall für ein Krankenhaus, glaube ich, wesentlich schlauer als hier dieses kleine bisschen. Und da setzen wir natürlich auch noch wieder Bäumchen hin. Nur die hier. Die haben wir ja immer. Zack. Hier natürlich ein paar Büschchen daneben. So. Ja, das finde ich nicht schlecht. Hier haben wir ein großes Krankenhaus mit vielen Parkplätzen und null Patienten. Gut. Dann halt nicht. So, was machen wir denn hier? Guck mal, hier machen wir auch dicht besiedelte Wohngebiet. Und ich bin, eigentlich habe ich ja anfangs gesagt, wir machen hieraus dann auch die dicht besiedelten, aber ich bin ja jetzt gerade fast geneigt dazu, zu sagen, dass wir das so lassen, wie es ist. Ich finde das nämlich so, wenn man mal von hier so guckt, würde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht finden. Wenn wir hier so dieses kleine haben, diese kleinen Häuser,
kleines Gewerbegebiet hier oder kleine Einkaufsstraßen. Und da hinten dann, so am Horizont, sag ich mal, da kommen dann langsam die großen Gebäude. Ich glaube, das würde ich sogar so lassen jetzt. Ja, wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir lassen das so. Wir gucken mal eben ganz kurz hier. Das hat sich hier alles geregelt mit der Überschwemmung scheinbar. Und jetzt ist auch die Mülldeponie leer. Perfekt. Die setzen wir hier hinten hin. Und, nee, wir haben hier eine Recyclinganlage. Stopp. Das Gebäude machen wir erstmal aus. Wir haben hier eine, da haben wir eine Recyclinganlage, da brauchen wir nicht nur extra eine Mülldeponie, aber falls wir sie irgendwann mal brauchen, dann haben wir sie so. Die setzen wir um, die setzen wir hier hinten mit dran. Ich will eigentlich immer ungern irgendwie was abreißen, aber das geht manchmal einfach nicht anders. Machen wir das so. Ja, und dann können wir uns hier nämlich dieses Gebiet hier einmal vernünftig kümmern. Das hier kann weg, komplett. Das hier kann auch weg, das brauchen wir nicht mehr. Zack, zack, zack. Ist auch schön, dass die Bäume da im Nachhinein wieder rankommen. Und die Straßen hier können auch erstmal komplett weg. Ich reiß das jetzt hier gerade weg, die haben ja hier noch ihre Zufahrt, aber das müssen wir natürlich noch umändern. Ich würde das hier gerne auch weg haben, dieses Gebiet. Ja, das machen wir jetzt auch direkt. Das nehmen wir hier komplett weg. Hätte ich auch einfach die Straßen abreißen können. Zack. Das müssen wir natürlich wieder anschließen hier. Ganz genau so. Na. Ja, genau, da war ja was. Machen wir das jetzt so, dass wir hier, wir setzen hier auch so ein Unterwasserteil hin, also ein hier Underground Kabel. Perfekt, genau so machen wir das. Ja, das ist aber ganz kurz hier richtig ins Minus gerissen. Passiert. Perfekt. Wir brauchen Industrie. Wir brauchen jede Menge Industrie. Natürlich ganz klar. Wir haben ja gerade abgerissen und wir machen das folgendermaßen. Was haben wir denn hier? Also keine Gewinne, Freizeitspezialisierung und Tourismusspezialisierung. Ne, wir bauen hier unsere Holzproduktion aus und wir setzen hier mal eine Polizeiwache hin. Die setzen wir hier hin und bauen hier unsere Holzproduktion ein bisschen aus. Und gleich gehen wir mal dazu über, ein paar Bürogebiete zu bauen. Ja, da entstehen sie schon. Genau. Und